Gut, gehen wir zu Miranda und schauen mal, was sie von uns möchte. Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten. Aber es ist wichtig. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Sie erinnern sich doch, dass ich erzählt habe, mein Vater wolle eine Dynastie errichten? Es gab noch einen Grund, warum ich Cerberus um Schutz gebeten habe. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Sie glauben also, dass Ihr Vater sie aufgespürt hat? Genau, Commander. Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Was wissen Sie über Ihre Schwester? Sie ist mein genetischer Zwilling. Wir sind identisch. Aber sie verdient ein normales Leben. Und das wird sie auch bekommen, koste es, was es wolle. Weiß die Familie Ihrer Schwester davon? Ist sie mit der Umsiedlung einverstanden? Sie wissen nichts. Sie haben mit all dem nichts zu tun. Sind völlig normal. Ich habe Cerberus informiert und sie werden eine einleuchtende Begründung für die Umsiedlung finden. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Gut, noch eine Mission, eine Loyalitätsmission. Wie gesagt, es gibt für jedes Crewmitglied so eine. Und die sind von ganz verschiedener Natur. Werden wir jetzt in der Aufnahmesession nicht machen. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Aufnahmesession eine große Ilium-Tour. Weil es dort einiges zu erledigen gibt. Einmal die Aufgabe für Miranda, dann können wir zwei Leute, glaube ich, sogar rekrutieren dort, nämlich Thane und Samara. Und dann haben wir auch noch das Shadow Broker DLC und das führt uns auch nach Ilium. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wenn Garrus den Kopf so zur Seite nimmt, dann weiß ich immer schon, bevor er was sagt, dass er nichts Neues für uns hat. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Gut. So gut kenne ich Garrus dann schon. Okay, ansonsten dürfte es eigentlich nichts weiter zu besprechen geben. Ich glaube, mit Dr. Chakras gibt es auch nichts. Sie steht auf jeden Fall wieder, nachdem wir ja unsere Sauftour hatten. Ist ja jetzt aber auch schon ein bisschen her. So, ab aufs Maschinendeck und dort warten noch Jack, Grant, mit dem es wahrscheinlicherweise nichts geben wird, und Tali auf uns. So, schauen wir erstmal bei Grant vorbei, das wird relativ schnell gehen. Shepard. Oh, der hat jetzt die andere Uniform an oder die andere Rüstung, was auch immer. So, hatten wir hier... Ne, das hatten wir, glaube ich, alles schon gemacht. Ich wollte nur sehen, ob sie sich ordentlich einleben. Die Stellung ist zu offen. Nicht genug Deckung, zu wenig Panzerung. Warlord Grant würde zuerst die schwere Fracht zerstören und sich dann auf die Triebwerke konzentrieren. Jedenfalls stellen die Bilder aus dem Tank die Schiffe der Menschen so dar. Das war im Tank mein Lernprozess. Alte Bilder statt Erinnerungen. Als würde man einem Kind ein Buch zeigen. Merkt ihr das? Ein Bild nach dem anderen. Aber keine Hilfe, wie man daraus etwas zieht, was einen weiterbringt. Was für andere Informationen über Menschen schwimmen da noch so herum? Weniger als einen Finger tief kann man die Wirbelsäule spalten. Sie sind weich. Solarianer, Asari, alle weich. Quarianer weniger. Bei Turianern muss man zur Klinge greifen, vermute ich. Sinn sehe ich in all dem jedoch nicht. Aber man kann dann reinsehen. Ach, vergessen Sie's. Tötungsmechanismen. Ist klar, bei einem perfekten Krieger ist das wichtig. Irgendetwas muss sie antreiben. Genetisch betrachtet kann man nicht mehr Kroganer sein als sie. Ich sehe Leid. Die Toten und mein Gedanke ist schwach. Ich soll stark sein. Ich entstamme Tausenden, die würdiger waren. Die Toten waren schwach. Wären sie stark gewesen, würde man mich nicht brauchen. Ich weiß nicht, warum Okia mir beibringen wollte. Als er den Tank zum ersten Mal eingeschaltet hat, habe ich geschrien. Schwach und erbärmlich. Sie haben also klein angefangen. Aber dadurch sind sie geworden, was sie jetzt sind. Nicht viele bekommen so eine Chance. Ich wurde stark gemacht, habe es mir aber nicht verdient.
Ich bin einfach nur. Die Toten waren stark genug, es zu versuchen, auch wenn sie verloren haben. Der perfekte Kroganer, ohne wissen, wie ich dazu wurde. Darin liegt keine Stärke. Ich werde mir genau ansehen, was den Kroganern widerfahren ist. Und einen Grund finden, damit es mich etwas angeht. Okay, also hier gibt es noch keine Loyalitätsmission, aber ich glaube, bei Grant dauert das auch nicht mehr lang. Der hadert noch unglaublich mit sich selbst. Es ist halt Story of his life, ne? Also das wird ihn, glaube ich, auch im dritten Teil dann am meisten beschäftigen, wobei er da dann seinen Platz finden wird, glaube ich. Aber das ist auch die Hauptgeschichte mit ihm, dass er halt wirklich einen Platz für sich sucht, weil er einfach nicht weiß, wo er eigentlich hingehört. Wie es halt so ist mit einem Klon, der eigentlich keine Vergangenheit hat, ne? In meinem Kopf kriechen Gedanken herum wie kleine Käfer. Ich kann sie nicht abschalten. Sie wissen, dass meine Vergangenheit mit Cerberus zu tun hat. Wissen Sie auch, wie weit das zurückgeht? Ich höre mir alles an, was Sie zu sagen haben, Jack. Ihr Kumpel, der Unbekannte? Hab ihn nie gesehen. Aber Cerberus hat mich aufgezogen. Meine erste Erinnerung ist meine Zellentür in einer Cerberus-Basis. Sie haben Experimente gemacht, mich unter Drogen gesetzt, mich gefoltert. Jede Chance, normal zu werden, haben sie mir genommen, weil sie aus mir eine Superbiotikerin machen wollten. Die Ärzte, die anderen Kinder. Sie haben mich alle gehasst. Sie haben mich leiden lassen. Was wollten die damit erreichen, dass sie ein kleines Mädchen gefoltert haben? Es ging darum, dass Schmerz mentale Barrieren einreißt und man dadurch mehr biotische Kraft freisetzen kann. Irgendwann hätte sich das Ganze sicher ausgezahlt. Aber ich hätte nichts davon gehabt. Ich steckte ja verkabelt in einer Zelle. Die haben sie gefoltert, nur um rauszufinden, ob man so einen stärkeren Biotiker machen kann? Das war alles? Ich war nicht in der Position nachzufragen, Shepard. Da war nur ein weinendes kleines Mädchen in einer Zelle, das darum bettelt, dass der Schmerz aufhört. Sie stehen aber auf die Macht, die sie ihnen gegeben haben. Sie haben mir nie eine Wahl gelassen. Wie sind Sie da rausgekommen? Es gab irgendeinen Notfall und ich hab's einfach versucht. Die anderen Kinder kamen aus ihren Zellen und haben mich angegriffen, genau wie die Wachen. Ich habe alles getötet, was mir im Weg stand und bin gerannt. Meine Biotik hatte sich wohl schneller entwickelt, als sie gedacht hatten. Ich hab's geschafft, mit einem Shuttle zu starten und trieb dann im All, bis ein Frachter mich aufgesammelt hat. Die Crew hat mich erst missbraucht und dann verkauft. So endet die erbauliche Geschichte meiner Flucht. Es gab andere Kinder in der Basis? Ich wusste nicht viel über sie. Ich war woanders untergebracht. Sie haben mich gehasst, wie alle anderen dort. Als ich ausgebrochen bin, musste ich mich durch alle durchkämpfen. Ich hab's ihnen gezeigt. Aber es gibt immer noch ein loses Ende, um das ich mich kümmern muss. Und Sie sind völlig sicher, dass die Anlage von Cerberus betrieben wurde? Ich war ein Kind, aber ich war nicht blöd. Ich kann zuhören. Es war Cerberus. Und mir ist egal, wie weit unten in der Befehlskette die Anlage war. Sie hielten sich für oberschlau. Aber wenn man jemandem zu lange im Schädel rumfuhrwerkt, wird aus einem verängstigten Kind ein ziemlich mächtiges Miststück. Verdammte Idioten. Ich rede mit dem Unbekannten. Ich hoffe für ihn, dass er ein paar Antworten hat. Er wird einfach alles abstreiten. Darum geht es mir auch gar nicht. Ich habe die Koordinaten in ihren Daten gefunden. Ich will zur Anlage Teltin auf Pragia, wo ich gefoltert und unter Drogen gesetzt wurde. Ich will zum Zentrum der Anlage, in meine Zelle. Ich will dort eine scheißgroße Bombe deponieren. Und ich will aus dem Orbit beobachten, wie sie hochgeht. Ein Angriff auf unsere Verbündeten gefährdet unsere Mission. Keine kluge Aktion. Die Akten sagen, die Anlage wäre nach meiner Flucht geschlossen worden. Sie steht seit Jahren leer. Es dürfte doch niemanden stören, wenn ich eine Müllhalde hochjage. Sie sind ihr ganzes Leben damit zurechtgekommen. Warum muss es jetzt sein? Wie gesagt, ich habe die Koordinaten in Ihren Daten gefunden. Sie können nicht erwarten, dass ich mit solchen Informationen die Hände in den Schoß lege. Ich lasse Kurs auf Pragia nehmen. Ich schulde Ihnen was, Shepard. Das machen wir nicht sofort, aber auch hier geht es mal wieder um... Also, gut, bei Grant ging es ja nicht um Vergangenheitsbewältigung, sondern mehr die Gegenwartsbewältigung. Aber auch hier geht es um die eigene Identität irgendwo. Weil auch die Vergangenheitsbewältigung natürlich zur eigenen Identität mit dazugehört. So, Kenneth. Wussten Sie schon, dass sich auf dem Unterdeck eine verrückte Frau eingenistet hat? Was? Wenn sie was anfasst, bringe ich sie um. Ach ja, und oberhalb der Gürtellinie trägt sie nichts außer Tätowierungen. Oh, ich wollte natürlich sagen, ich muss mal zu ihr runtergehen und sie an Bord willkommen heißen. Und sie ist eine Killerin. Ihre biotischen Kräfte können sie mit einem Augenzwinkern zerquetschen. Sie hasst alle bei Cerberus. Verdammt nochmal, verarschen Sie mich nicht ständig.
Sympathisch, ich mag die zwei. Und da haben wir Tali. Ich dachte eigentlich, die kommt hier vorne hin, aber gut, dann vielleicht doch nicht. Eigentlich gehört sie doch an den Antriebskern. Na gut, egal. Wahrscheinlich will sie erstmal alles auschecken auf dem Schiff. Kann ich auch verstehen, denn sie hatte schon im ersten Teil ein extremes Interesse für die Technik auf dem Schiff bewiesen und gezeigt und hat dort schon aus eigenem Antrieb heraus eigentlich alles in sich aufgesaugt und hat dort schon einen Techniker Donnelly, hieß der nicht auch noch Donnelly? Ich glaube, ne? Ach, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls den Techniker Adams hieß er, glaube ich. Adams. Hat den Techniker dort belästigt. Shepard, was kann ich für Sie tun? Gibt es irgendwelche Probleme mit der neuen Normandy? Bitte, Shepard. Ich bin eine Quarianerin. Sie geben mir einen Haufen Schrott, eine Platine und ein bisschen Element Zero und dieses Schiff macht Präzisionssprünge. Ich hatte Sorgen wegen der Zusammenarbeit mit den Technikern von Cerberus, aber die wissen, was sie tun und waren bisher sehr höflich. Können Sie irgendetwas tun, damit die Normandy gegenüber einem Schiff der Kollektoren im Vorteil ist? Absolut. Mit den richtigen Teilen kann ich unsere Schilde verstärken. Die Kollektoren haben die Barrieren der Normandy beim letzten Mal fast sofort durchdrungen. Mit meinen Upgrades haben wir vielleicht bessere Chancen. Gut, das schauen wir uns mal kurz an. Jetzt haben wir bei Schiffsverbesserungen noch was Zweites, nämlich den Multikernschild. Da brauchen wir ein bisschen Palladium, okay. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie die Komponenten für die Verbesserung der Schilde haben. Wir werden sie gegen die Kollektoren brauchen. Gibt es irgendwelche Probleme mit der neuen Normandy? Bitte, Chef. Ich hatte Sorgen wegen der Zusammenarbeit mit den Technikern von Cerberus. Wie läuft die Normandy? Man kann über Cerberus sagen, was man will, aber vom Schiffsbau haben sie Ahnung. Die Normandy läuft besser als je zuvor. Ich weiß allerdings nicht, ob sie einem Angriff der Kollektoren standhält. Ich arbeite an einigen Ideen, die uns vielleicht helfen. Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Wir hatten wirklich keine Zeit für ein Gespräch, während wir die Geth auf Haystrom erledigt haben, nicht wahr? Ich kann nicht glauben, dass so viele gestorben sind. Nochmal danke, dass Sie Riga da lebendig rausgeholt haben. Und das alles für Daten, wie man Sterne in die Luft jagt. Ich hoffe, der Admiralitätsrat kann damit was anfangen. Erzählen Sie mir etwas über den Admiralitätsrat der Flotte. Er ist eines der beiden großen politischen Gremien bei meinem Volk. Die Admirale treffen alle Entscheidungen, die mit der Verteidigung zu tun haben oder sofortiges Agieren erfordern. Außerdem kümmern sie sich um Kapitalverbrechen, wie etwa Verrat. Die andere politische Macht ist das Konzil, bestehend aus Repräsentanten jedes Schiffes. Sie verabschieden die meisten Gesetze und fällen Entscheidungen, die die Flotte betreffen. Was Neues über die Daten, die Sie übermittelt haben? Da werde ich wohl eine Weile nichts hören. Und auf einem ungesicherten Kanal schon gar nicht. Haben Sie was von Karl Rieger gehört? Hat er seine Verletzungen überstanden? Er hat mir eine Nachricht geschickt. Es sieht so aus, als würde er sich vollständig erholen. Jeder Riss im Anzug ist ein reines Glücksspiel. Riga ist mit einer relativ harmlosen Infektion davongekommen. Haben Sie Probleme damit, sich auf der Normandy wieder heimisch zu fühlen? Ich mag die Ruhe, aber ich vermisse die alten Gesichter. Presley, Techniker Adams, alle eigentlich. Es ist irgendwie komisch, dass Cerberus auf diesem Schiff das Sagen hat. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, für Sie zu arbeiten? Ich habe auf Freedom's Progress eine gewisse Spannung registriert und später wieder, als Sie zum ersten Mal an Bord kamen. Was ist zwischen Cerberus und den Quarianern vorgefallen? Sie haben die Edena angegriffen, eins unserer Schiffe. Sie wollten wohl einen jungen Menschenbiotiker, der sich an Bord befand, töten oder unter ihre Kontrolle bringen. Ich kenne keine Einzelheiten. Ich weiß nur, dass Cerberus sich damit das Volk der Quarianer zum Feind gemacht hat. Sieht es so aus, als würden Sie hier die Fäden ziehen, Tali? Ich arbeite nicht für Sie, Sie arbeiten für mich. Dann haben Sie also die Wanzen und Überwachungsgeräte überall auf dem Schiff angeordnet? Ich weiß ja, dass Ihnen jemand im Kampf gegen die Kollektoren den Rücken stärken muss, aber seien Sie vorsichtig, Shepard. Ich erwarte, dass Sie uns irgendwann hintergehen werden, aber wir werden darauf vorbereitet sein. Freut mich, das zu hören, Shepard. Sagen Sie Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Ich sollte jetzt zurück an die Arbeit. Danke für Ihren Besuch. Es ist schön, Tali wieder mit dabei zu haben. So, gleich nochmal schauen, vielleicht gibt es noch mehr mit dir zu reden. Ich glaube aber nicht. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ich muss wirklich dieses Triebwerk reinigen. Später vielleicht? Dann zurück an die Arbeit. Schade. Wir reden später weiter. Aber gut, war zu erwarten. Auf jeden Fall Tali wieder mit dabei, das ist sehr schön. Und dann müssen wir nochmal nach oben. Und ich würde sagen, was machen wir denn jetzt? Ich weiß es gar nicht. Gute Frage. Wollen wir vielleicht Jacks Aufgabe? Keine Nachrichten für Sie, Commander.
Ich hatte ein ganz wunderbares Gespräch mit ihrer Freundin Tali. Sie ist ganz anders, als ich es nach dem Psychoreport erwartet hatte. Ich mag sie. Tali ist eine gute Freundin. Wir haben gemeinsam viel durchgemacht. Meine weibliche Intuition sagt mir, dass sie gerne mehr wäre als nur eine gute Freundin. Ich hatte schon immer den Eindruck, dass es da vielleicht irgendwie knistert. Tut es. Man sieht es an ihrer Körpersprache. Wie sie sich umdreht, wenn sie den Raum betreten. Wie sie jede ihrer Bewegungen beobachtet. Sie ist so elegant und wunderbar. Schade bloß, dass ihr ganzes Verhalten so kalt ist. Das hat irgendwie nicht ganz mit dem unten geschriebenen zusammengepasst, aber naja, was soll's. Warum machen Sie sie traurig? Ihre Umweltanzüge sind wunderschön, aber wegen ihres Immunsystems sind sie darin gefangen. Ich frage mich, wie sie wohl unter ihren Helmen aussehen oder wie sich ihre Haut anfühlt. Die hat schon wieder irgendwelche versauten Pläne, ich merk's doch genau. Okay. Das wäre alles. Es ist immer nett, mit Ihnen zu plaudern. Guck mal nochmal, eigentlich dürfte nichts Neues sein, wir haben ja vorhin erst geschaut. Nee, gut. Okay, dann steht uns jetzt die große Weite des Alls offen. Und tatsächlich will ich jetzt mal nicht das nächste Crewmitglied rekrutieren. Machen wir mal den Massenportalsprung. Das hier hinten ist ja jetzt abgearbeitet. Außenzone. Achso, nee, wir bleiben mal kurz da in der Außenzone. Und wir werden jetzt mal, was ich bisher noch gar nicht gemacht habe in diesem Let's Play, wir werden mal die Sonnensysteme erkunden. Da können wir uns das mal anschauen, wie genau das Ganze hier stattfindet. Wir gehen also auf den Planeten, haben dann den Text dazu, wie immer, und können jetzt einfach den Scanner starten. Und das sieht hier so aus. Wir machen einmal so und können dann hier abfahren mit dem Scanner. Und dort, wo ein hohes Vorkommen ist, das sehen wir denn hier zum Beispiel, haben wir jetzt, na wo ist es? Ich finde es gerade gar nicht mehr. Hier, jetzt. Hier haben wir jetzt ein hohes Vorkommen an Palladium. Da können wir eine Sonde hinballern. Sonde gestartet. Bei Forschungsprojekten wird Palladium für Upgrades von schweren Pistolen, Panzerung und Kybernetik benötigt. Und so können wir das bei allen Planeten machen. Also das ist die Methode in diesem Spiel, um an Rohstoffe zu kommen. Da können wir auch starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Iridium für Upgrades von schweren Waffen, Maschinenpistolen und Sturmgewehren benötigt. Und diese Sonden können wir nachkaufen und können damit im Prinzip das ganze Universum bepflastern mit den Dingern. Das werde ich aber abseits der Aufnahmen machen, denke ich mal, weil Sonde das nicht so spannend ist. So. Okay, halt, was haben wir hier? Kann ich das irgendwie Größe kriegen? Nee, ich mache das jetzt bloß mal für dieses Sonnensystem, damit wir es mal gesehen haben. So, hier haben wir ein kleines... Ah, schon besser. Hier ist ein Vorkommen, das ist mal ganz ordentlich. An Platin, starte sehr schön. Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Platin für Upgrades von Präzisionsgewehren, Schrotflinten und medizinischer Ausstattung benötigt. So sieht's aus. Also, Idi erklärt uns auch nochmal, wofür die Sachen da sind eigentlich. Aber das sehen wir ja auch in den Texten. Sonde gestartet. Wenn wir da die Upgrades vornehmen, dann sehen wir ja auch immer, dass dass da ein bisschen Methodik mit darin steckt. Element Zero ist ein bisschen schwierig zu kriegen. Die anderen gehen eigentlich relativ gut und wir haben ja auch gesehen, einige Sachen sind ziemlich teuer, vor allem wenn es dann um die Schiffs-Upgrades geht. Aber wenn wir hier schauen, wie schnell wir hier mit der Hilfe der Sonden das Ganze machen können, also wie schnell wir da unsere Lager auffüllen können, dann erklärt sich auch, wieso das so teuer ist. Weil die Sachen, die wir jetzt während der Aufgaben finden, während der Mission, nicht so großartig viel sind. So, damit können wir das dann mal hier abschließen mit Karom. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch gar nicht ganz runter, Mensch. Ich wollte doch bloß hier zurück. So, und dann können wir noch mal kurz hier in den... Ich weiß gar nicht, gibt es hier auch was in den Asteroidengürteln? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. So, dann gehen wir noch kurz zum Planeten, der ganz nah an der Sonne dran ist. Und wir sehen schon, das Ding sieht lustig aus. Ist halt ein roter Riese, ne? So, Gotha. Und wir hatten noch kurz einen Dampfkochtopf. Zwergplanet, genau. Genau, wir werden bei dem auch noch kurz hier die Scans vornehmen, auch wenn ich nicht mehr so viele Sonden habe. Aber das werde ich dann halt mal abseits der Aufnahmen machen, dass wir hier ein bisschen was ansammeln und dann auch die Upgrades alle durchführen können. Da das nicht so spannend ist, brauche ich das, glaube ich, nicht hier im Let's Play direkt machen. Machen wir das mal so hier, das sieht gut aus. So, womit wir bloß noch eine Sonde hätten, was ein bisschen schade ist. Ich
weiß auch nicht mehr, wo man die aufladen kann. Ich glaube, die gehen auch mit in den... Da, wo wir auftanken können, können wir, glaube ich, auch die Sonden. Sonde gestartet. So, das können wir gleich mal ergründen, weil meine Sonden alle sind. Ach, hier gibt es blöderweise nicht so ein Treibstoffdepot. Na gut, wer weiß. Auf jeden Fall haben wir dann Außenzone 75%. Okay, da ist also noch irgendwas im Busch. Ich weiß bloß nicht was. Das hier hinten, die Umlaufbahn, die sollte ja für das Massenportal sein eigentlich, oder? Ja. Also eigentlich haben wir doch jetzt alles entdeckt, oder? Wir können übrigens auch durch die Sonne durchfliegen, sehr schön. Wer weiß. Ich werde das mal noch ergründen. Allerdings nicht jetzt. Und wir haben ja hier auch noch einzelne, zum Beispiel das Schattenmeer, da waren wir ja schon. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber da können wir jedenfalls auch noch weitere Forschungen hier stattfinden lassen. Ach ja, Horizon ist hier, siehst du mal. Gut, das mache ich jetzt wie gesagt nicht. Wir widmen uns jetzt irgendeiner Mission. Wir könnten hier Jack helfen. Mache ich das? Ich weiß es nicht. Was haben wir sonst noch so? Feuergänger? Kazumi helfen? Kazumi helfen wäre auch eine Idee, ne? Ja, ich glaube, wir machen das mal und dann werde ich die Aufnahme beenden, nachdem wir Kazumi geholfen haben. Jack muss noch ein bisschen warten. Kazumi wartet schon länger, von daher hat sie den Vorrang jetzt. Und dann kaufen wir mal, ach hier genau, Sonden kaufen. Und da können wir nämlich 30 Stück uns ansammeln und dann passt das. So, wir müssen aber nicht in den Citadel, hier ins Witwen-System, nicht zur Citadel, sondern wir müssen rüber ins Boltzmann-System. Und jetzt sehen wir, wenn wir uns das Cluster bewegen, ist jetzt das erste Mal, dass ich das mache, glaube ich, dass wir unseren Treibstoff dabei verbrauchen. Das ist wahrscheinlich dann der Treibstoff für den Überlichtgeschwindigkeitsantrieb. So, auf nach Boltzmann und wir sehen, das ist ein bisschen größer, das System. Und da ist Bekenstein. Dort wollen wir hin und dort werden wir Kazumi helfen. Das werde ich jetzt aber nicht noch vorlesen hier extra. Ich mache mal kurz hier so. Wer da Bock drauf hat, wahrscheinlich niemand, kann sich das durchlesen und dann geht's los.